Heidi, ho meine Amigos und herzlich willkommen. Ups, so geht's besser. Heidi, ho meine Amigos und herzlich willkommen zu einem weiteren Livestream. Und zwar heute ziemlich spontan, weil es ist das Update draußen. Das Update, auf das wir jetzt schon wieder ewig gewartet haben, ne? Gefühlt ewig. Warte, kurz twittern und bam, ist draußen. Nice, läuft. Gut, Leute, also das Update ist hier. Heidi, ho, hi, Leute im Chat. Ja. Kannst du mich bitte grüßen? Jetzt geht das schon wieder los. Hallo Leute. Oh Gott. So, ich bin noch total ein bisschen verpeilt. Ne? Gerade nach Haus gekommen und PlayStation angeschmissen und Update. Wow. Und gleich in die Discord-Gruppe gesprungen und mit den Leuten geschrieben, was abgeht. Ist jetzt endlich das Update da? Haben wir jetzt das DLC? Und ja, es ist das DLC. Und ich befinde mich auch schon im Creator-Mode. Und ich habe hier auch schon eine Rex. Aber alles mit der Ruhe. Ihr seht, wir gehen als erstes auf den Creator-Mode. Weil, bleib du mal stehen. Alarm halten. So, der Creator-Mode. Ich zeige es euch schnell, wie es geht. Also hier haben wir den Rex-Cheat. Den brauchen wir jetzt nicht. Wir brauchen praktisch GCM und Befehl. So, jetzt sind wir im normalen Modus. Sprich, wenn wir ins Inventar gehen, wir haben bei Herstellung zwar alle Engramme jetzt zum Beispiel hier, aber wir können nichts herstellen, ne? Wir können nichts machen. Wir haben alle Engramme, aber ja, geht auch nichts. Weil alle Engramme, warum alle Engramme? Ihr seht, ich habe den Alpha-Status hier auf Singleplayer. Weil wir sind jetzt gerade auf meiner Singleplayer-Welt. Irgendwo war das Ding, ich glaube hier drin irgendwo. Ja, hier. Hier sieht man es. Das ist das Implantat für Alpha. Stimmt? Beta, okay. Beta. Ist ja auch, ist egal. Um das geht es jetzt nicht. Es geht um das. Jetzt haben wir nichts. Und wenn wir doppelt springen, wir verlieren Ausdauer. Wir können eigentlich nichts. Jetzt geben wir den Cheat ein GCM, also GCM. Wenn ihr auf dem Server seid, müsst ihr dazu schreiben Cheat oder Admin Cheat. Dann die GCM und bestätigen. Ihr seht, jetzt kommt unten das kleine, der Schraubenzieher und der Hammer. Und jetzt, wenn wir ins Menü reingehen, können wir auf Herstellen und können uns alles, wirklich alles herstellen. Zweimal geklickt, Hose, Brust, egal was, wir können alles machen. Wir können alles machen. Jetzt machen wir ganz kurz ein paar Fundamente. Machen wir mal ein paar Wände. Machen wir mal ein Dach. Komm, mach. Noch. Und eine Tür. So, jetzt haben wir das. Und jetzt kommt das nächste Geile. Jetzt, oh Mann! Die PlayStation ist wieder voll am Ausrasten. 40 Steintürrahmen. Also es hat funktioniert. Ein bisschen zu gut. Wir ziehen das runter. Alter, der hat echt ordentlich. Ach, der macht immer 20 Stück, ne? Der macht immer 20 Stück. Jetzt ziehen wir das. Und jetzt kommt was Geiles. Ich zeig's euch jetzt. Jetzt machen wir mal hier gerade Fundament. Blablabla. Ne? Ist ja total egal. Nein, nicht so. Hier ran und hier ran. Nein, ich zeige euch jetzt nicht, wie man eine Steinbude baut. Das interessiert, glaube ich, keinen. Ich zeige euch was anderes. So, jeder kennt das Problem, ne? Wenn man was baut und man steht dann ganz kurz. So, jetzt steht... Alter, du bist doch... Okay, ist egal. Und jetzt zweimal X. Oh, ihr seid automatisch im Fly-Mode. Wenn ihr Kreativmodus seid, seid ihr automatisch im Fly-Mode. Ohne Scheiß. Bin ich gerade vorher drauf gekommen, wo ich es getestet habe. Und das nächste ist, wenn ihr jetzt in Kreativmode seid, es ist wirklich wie bei Minecraft, ohne Scheiß, es ist wie bei Minecraft, und ihr geht jetzt zweimal X, er geht aus Fly-Mode raus, macht ihm nichts, er ist im God-Mode drin. Und das, ihr könnt jetzt einfach laufen und springen, einmal auf X, ganz normal. Wenn ihr aber zweimal auf X drückt und dann X gedrückt haltet, dann fliegt ihr. Und das ist geil am Creative Mode. Man hat auch sofort den Fly-Modus drin. Also wenn man echt mal etwas probieren will, wie man es dann auf dem Server baut, kann man vorher echt auf dem Kreativmodus gehen und einfach mal auf Lust und Laune drauf hinbauen.
ob es auch so geht, ob es nicht so geht, ob es eine gute Idee ist oder vielleicht doch Bullshit. Es erleichtert echt vieles und auch für Tutorials, für einige YouTuber wird es einiges erleichtern. Was es uns natürlich noch nicht abnimmt, ist, wenn wir jetzt überragende Sachen oder so cheaten wollen, dann stehen wir natürlich neben der Leitung, weil dann haben wir einfach... dann haben keine Möglichkeit, die Waffe in unserer gewünschten Stärke zu bekommen. Das ist natürlich sehr, sehr blöd, ne? Was ich jetzt auch probieren will, wenn ich das abreiße, bekomme ich das Material oder ist es einfach nur weg? Nein, wir bekommen das Material. Das ist nicht unbedingt gut. Muss man echt sagen. So, Dach drauf und wir haben unseren Turm. So, ist egal. Um den Turm geht es jetzt nicht. Es geht jetzt um die neuen Dinos. Weil jetzt sind ja, wir sind im Kreativmodus, wir sind noch immer im Kreativmodus, da bleiben wir auch drin, weil es eigentlich ganz geil ist. Weil man einfach, ja, man bekommt keinen Schaden und Biberbo, ne? Schmeißen wir das Gerümpel mal raus, das brauchen wir jetzt echt nicht mitschleppen. Okay, so. Und ich habe mir jetzt schon mal einen Rex gespawnt. Ich zeige euch dann gleich nochmal. Hä, was? Ich zeige euch dann gleich noch andere Dinos und so weiter. Ich bin nur schnell ein bisschen beim Chat, beim Lesen. Wie groß ist das Update? Ungefähr 20 GB ist das Update groß. Wie habe ich Tilo und so weiter kennengelernt? Ja, von den Videos. Einfach fleißig kommentiert, ne? Und ja, egal. Um das geht es jetzt nicht. Es geht jetzt hier um den Rex. Der Rex ist einfach nur gecheatet worden. Mit dem Command, den ich euch gleich zeige. Und was mir jetzt da ganz geil vorkommt, dass er oben grün ist. Ist das auch neu? Ich meine, klar, es gibt verschiedene Rexes, aber das ist genau das da oben grün ist. Das finde ich ganz geil. Und ja, er sieht ja vom Gesicht her ziemlich anders aus. Er hat sich ja ganz gut gemausert, ne? Sprich, von den Augen her die kleinen Zacken und so weiter. Das ist ja alles richtig, richtig geil. Kann man machen, ne? Was kann man auch die Sachen aus der Werkbank herstellen? Ja, klar. Ich zeig's nochmal, weil gerade eben die Frage aufkam, kann man die Sachen aus der Werkbank herstellen? Hier, das kann man alles herstellen. Also man kann die Holzwände herstellen, man kann die Steinwände herstellen, man kann die Metall-, die Glassachen, man kann alles herstellen. Also im Kreativmod kann man alles herstellen, egal ob, ja, Werkbank oder Fabrikator oder Tech Replicator, man kann alles direkt im Inventar herstellen. CD. So, jetzt gehen wir kurz auf den Sheet ein, zu den Tieren, weil es hat sich ja einiges geändert und also das nochmal Gott Creative Mode, ne? GCM, das war's. So, und jetzt zu den Tier-Spawn-Cheats. Der Bär, der Bär. So, ja, haben wir hier. Nice. Und Tiere-Wolf. Okay, danke, danke, danke. Ja, hier haben wir den neuen Bären. Oh, sieht aber knuffig aus, oder? Was sagt ihr? Der neue Bär sieht knuffig aus. Also ich finde ihn süß. Er sieht so... Oh, man will ihn so knuddeln, nicht? Also, brrr, ne? Wisst schon. Brrr, Bär. So, das Warte mal. Ich muss mal beim Chat ein bisschen raufkurbeln, sonst haut er mir ab. Weil das Känguru will ich mir... Also machen wir zuerst den Tiere-Wolf. Wolf, weil wir Tiere schon dastehen haben. Wolf. Irgendwas habe ich wieder falsch geschrieben. Diese Wolf. Nee, eher nicht. Tiere Wolf zusammengeschrieben. Okay, mein Fehler. Ja, jetzt haben wir ihn. Und dann gehen wir gleich noch auf das Känguru ein. Der Wolf ist neu. Ja, der sieht viel besser aus. Also, ein Wolf haben sie echt gut gemacht. Das passt wieder. Und jetzt noch schnell das Känguru. Mal schnell das noch checken. Und zwar ist das der Prop, 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 Prop. Das ist so ein bescheuerter Name, ne? Ich muss abschreiben. Prop. Dodon. Warum nennen sie ihn einfach Känguru, verdammt? Dodon. Ich habe wieder falsch geschrieben, oder? Nein! Läuft! Läuft, Leute! Geh mal auf alle anhalten. Und das ist das noch neue Känguru. Ja, sieht bei weitem nicht mal so scheiße aus wie das alte. Ne? Das alte sah ja wirklich ja zum Bröckeln aus. Ne? Das war nicht so richtig geil. Känguru, Bob, 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 Bob. Was haben wir noch? Zoll vom Sturm.
Und der Zuckergirl. Freut mich. Der Gigantopithecus. Schreibt mir nicht. Nee, der heißt doch nicht Yeti. Heißt der wirklich Bigfoot? Okay, das. Leute, das testen wir jetzt. Jetzt kommt's raus, ob ihr im Chat Scheiße labert oder ob es stimmt. Wir schreiben jetzt mal Bigfoot. Ich glaube nicht, dass er Bigfoot heißt. Bigfoot. Chapeau, Leute. Chapeau. Ihr habt mich überzeugt. Ich rede die Scheiße, nicht ihr. So, jetzt aber. Hier haben wir den neuen Affen. Sieht immer noch merkwürdig aus, aber auf jeden Fall besser, ne? Was ich geil finde mit den Reiten. Kann man mit den Affen auch in Kreativmod? Ja, wir sind auch mit den Affen in Kreativmod. Geil, oder? Oh, schräg. Schräg, schräg, schräg. Leute, Leute, Leute. So, doch ist Bigfoot. Ja, kein Ding. Nice, Leute. Nice, nice, nice. Gut, Leute. Was gibt's noch Neues? Um das Ganze ganz kurz zu halten. Das Stream soll echt nicht lange laufen. Das ist einfach nur kurz zeigen, was alles neu gibt. Also, für die Leute, die neu dazugeschaltet haben, der Kreativmod ist jetzt am Start. Ihr seht unten das Zeichen. Das ist hier drüben. Ne, es müsste hier drüben sein. Ich muss einem spiegelverkehrt denken mit der Facecam. Hier drüben, unten neben der Lebensanzeige, sollte das sein, das Zeichen. Und damit könnt ihr praktisch in den Modus gehen, dass ihr einfach alles herstellen könnt, was ihr wollt, ohne Werkbank, ohne Fabrikator, ohne Tech-Replikator, ohne Material zu sammeln. Ihr könnt einfach alles machen, was ihr wollt. So. Dann, und die Tiere sind natürlich auch neu.